So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch aus Friedrichstadt, Tag des Angelns. Ich habe euch in der letzten Folge schon mitgenommen. Jannik war richtig? Janne, genau. Okay. So, herzlich willkommen zur nächsten Folge Horst und der Fisch, wieder aus Friedrichstadt, Tag des Angelns. Ein Noob und ein Experte sind da. Horst, den haben wir ja zurückgelassen. Der ist am Norwegen-Stand und erklärt seinen ganz großen Fans, welche Angeln man in Norwegen mitnehmen soll, welche Routen man braucht. Den haben wir mal in Ruhe gelassen und schlendern mal durch Friedrichstadt in den wunderschönen Gewässer. Es gibt so viel. 29 Angelstationen gibt es und an jeder Angelstation ein Thema. Janne ist mit an Bord hier. Janne ist der Sohn des Veranstalters, selber leidenschaftlicher Angler. Genau so ist es. Moin. Und mit dir schlendere ich so ein bisschen, weil du ja hier jeden kennst, durch die Gegend. Und vielleicht kannst du mich mal vorstellen, damit ich mal weiß, mit wem ich hier eigentlich rede. Und so, wo sind wir denn jetzt hier, Janne? Sehr gerne. Wir sind hier jetzt am Welsstand bei Stefan Seuss und Sven Dombach, die in der Weltszene europaweit sehr bekannt sind und einen ganz weiten Weg auf sich genommen haben, um hier im herrlichen Friedrichstadt bei ganz tollem Wetter mitzumachen. Jetzt ist die Frage, wenn das Weltstars sind, reden die mit jemandem, der keinen Angelschein hat? Nee. Stefan hat Nein gesagt, also können wir auch weitergehen. Also herzlich willkommen. Ich mache mit Horst Hennings einen Angelpodcast. Der Angelpodcast heißt Horst und der Fisch. Horst ist der Experte, ich bin der Fisch und bin dabei, meinen Angelschein im nächsten Jahr zu machen. Trotzdem hat Horst gesagt, komm hier vorbei, hier sind so viele nette Leute. Wenn du was übers Angeln erfahren möchtest für deinen Podcast, dann gehst du hier hin. Jetzt bin ich bei dir am Stand. Moin. Guten Morgen, guten Mittag mittlerweile, ja. Also, ihr habt ja wirklich erstmal gut, weil ihr hier unter einer Plane steht. Wir sind froh, dass ich meinen Bulli dabei hatte mit der Markise, weil sonst hätten wir heute oder wären wir noch nässer geworden, als wir schon nass sind. Aber das schlechte Wetter hält uns nicht ab. Ich habe gedacht, bei dem Wetter kommt keiner, aber Angler sind hart im Nehmen. Wie war es? Seit wann seid ihr hier? Und heute früh haben wir maßgeblich gesagt, das fällt hier alles ins Wasser. Aber die Angler, das Anglerpublikum ist wirklich mega verrückt, mega dankbar. Hier sind Kinder, Frauen, ältere Generationen, viele verrückte Angler, die lassen sich echt bei dem Wetter nicht abhalten. Alle sind klitschnass, aber es gehört dazu. Das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Mega, ja. Wir bleiben noch bis heute Abend und dann fahren wir 9 Stunden wieder nach Hause in den Süden zurück. Da sind heute übrigens 27 Grad, leichte Brise am Badesee, leichte Sonnenbrandgefahr. Es ist doch super, dass ihr hier seid. Ist doch schön. Wir haben 20 Grad und Regen. Genau, ja. Nee, alles super. Mit was für Fragen kommen die Leute zu euch? Ganz viele Leute kommen hier natürlich mit dem Thema Wels hier im Norden. Der Wels ist mittlerweile in ganz Deutschland verbreitet, aber in Mitteldeutschland, in Süddeutschland ein sehr bekannter Fisch, der viel beangelt wird. Und hier im Norden sind halt immer noch viele Fragen da. Es gibt Angler, die bekommen große Fische ans Band, die abreißen. Es kamen Angler, die hatten schon kleinere Erfolge, aber sehr viel Wissbegierigkeit zu den Montagen, wie man gezielt mal auf Wels angeln kann. Macht es hier Sinn, macht es dort Sinn? Ja, ein sehr, sehr interessiertes Publikum. Kannst du vielleicht noch mal für unsere Hörer eine Frage beantworten, die am häufigsten heute gestellt wird? Am häufigsten heute die gestellte Frage war wahrscheinlich, mit welcher Montage kann ich hier in diesem Gebiet, es ist ein interessantes Gebiet hier, die Drähne, wenig Strömung, ab und zu Tide, plötzlich auftretende Strömung, an den Wels rankommen. Wir hatten den Anglern die U-Posen-Montage empfohlen, die können sie auch ohne viel Schnickschnack vom Ufer einfach auswerfen und die U-Pose, also das ist ein Auftriebskörper auf dem Vorfach, 10, 20 Gramm, wandert auch oder wechselt auch dann mit der sich ändernden Strömung mit. Also es wird keine Verhedderungsgefahr bestehen, sofern man ein monophiles Vorfach einsetzt und man hat gute Chancen, Waller damit zu fangen. Was ist denn an dem Fisch, den Wels, so faszinierend für euch, dass ihr sagt, okay, das ist ein toller Fisch? Ja, der Mythos halt und auf jeden Fall die Tatsache, dass der Wels viel größer werden kann als der Angler, viel schwerer werden kann als der Angler, falsches Angelgerät nach dem Biss in kürzester Zeit kurz und klein hauen kann und auch die Jagd nach dem Fisch, ja, dass viele draußen sein, das unterwegs sein, das Sitzen am Lagerfeuer, das Warten, also diese Spannung, also im Endeffekt der Fang des Fisches ist das letzte Bindeglied von diesem ganzen Abenteuer-Welsangeln, was viele Angler sehr fasziniert. Jörg Ovens hat gesagt, hier sind heute schon Welse gefangen worden. Könnt ihr das bestätigen? Nicht. Janne? Nur gesehen. Nur gesehen? Ach, gar nicht gefangen?
gesehen, auf dem Echolot soweit. Auf dem Echolot gesehen. Ich habe es falsch verstanden. Ich war selbst mit draußen, also ein Hechtangler hat auf dem Echolot einen Wels gesehen. Ich wurde dann abgeholt, habe eine Welsrute gleich vorbereitet, saftiges Tauwurmbündel. Und wir haben den Wels dann tatsächlich wieder gesehen auf dem Echolot, hier kurz vor so einer kleinen Schleuse. Konnten ihn nicht an den Haken locken. Aber sie sind da, maßgeblich, definitiv, die Welse sind hier vorhanden. Was würdest du einem Einsteiger empfehlen, der keinen Angelschein hat? Womit fängt er an? Mit dem Wels ja wahrscheinlich nicht, ne? Das ist heute eine verrückte Zeit, weil ich viele Jungangler treffe, die schon sehr schnell hoch hinaus wollen. Oder auch ältere Leute, die mit dem Angelschein anfangen. Wie ich meinen Angelschein gemacht habe, habe ich mich erstmal begeistert oder versucht, Rotaugen zu fangen. Dann wollte ich mal einen Barsch fangen, dann wollte ich mal einen Hecht fangen. Habe überall meine Versuche gemacht, bis ich bei diesem großen Fisch dann gelandet bin. Und das würde ich einfach den Anglern auch empfehlen. Ein guter Welsangler ist auf jeden Fall jemand, der das Wasser versteht und der auch in der Lage ist, Köderfische zu fangen. Also sollte man meiner Meinung nach mit dem kleineren Fisch anfangen, also in der Lage sein, einen Köderfisch fangen zu können und sich dann mit passendem Gerät versuchen, mit großen Fischen anzulegen. Du hast hier ganz viele Bücher noch vor dir. Also, was würdest du, also wenn wir unseren Hörern eine Lektüre von euch empfehlen, von dir empfehlen, was hast du gerade, weil man es nicht so sehen kann? Sag mal kurz. Ich habe mehrere Bücher geschrieben. Das bekannteste Buch ist sicherlich Waller, Giganten des Süßwassers. Darin schreibe ich über meine ganzen Erfahrungen, über das Wallerangeln in der Heimat, also hier in Deutschland, die ausländischen Reviere. Alle aktuellen Montagen sind darin aufgeführt. Viele verrückte Geschichten, die mit dem Wallerfang einhergingen. Genau, also das kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr euch mit dem Thema Wels beschäftigen möchtet. Dann danke ich euch ganz recht herzlich, dass ihr trotz Anfänger-Noob-Status mir Fragen beantwortet habt. Und ich wünsche euch noch eine schöne Rückreise dann. Ne? Vielen Dank, werden wir haben. Und wir kommen gerne wieder. Dankeschön. Danke. Tschüss. Janne, wo geht's jetzt hin? Heim, sagt Stefan. Nein, das noch nicht. Wenn du Bock hast, könnten wir die Ladies-Station tatsächlich mal unsicher machen. Das wäre doch auch mal was, eine Frau im Podcast hier, oder? Also, auf zu den Ladies-Stationen. Halt mal kurz das Mikrofon. Ich möchte gerne natürlich noch ein Foto vom Stand ja. machen. Darf ich noch ein Foto machen, damit ich auch beweisen kann, dass ich auch hier war? Okay. So, tschüss. So, jetzt geht's weiter. Janne, wo müssen wir denn hin? Weißt du, welche Nummer das die Ladies-Station hat? Ja, das ist Nummer 5. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das war jetzt wirklich ein richtiger Experte, ne? Ja, das war wahrscheinlich der bekannteste hier heute. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass er mir zwar gerne Antworten gibt, aber er mich schon so, naja, er hätte vielleicht doch gerne mit Horst gesprochen. Jeder spricht gerne mit Horst, das ist ja kein Maßstab. Aber nein, ich glaube, das hat er wirklich gerne gemacht. Also, Stefan ist ein ganz feiner Kerl. Welse, jetzt mal, ich wollte ja mal. Ich wollte jetzt die Frage nicht stellen, wie groß werden die denn hier eigentlich? Also hier bei uns, also ich weiß, Welse von 2 Meter und mehr sind hier möglich. Also das sind schon sehr große Fische. Ich weiß leider nicht genaue Länge. Stefan hat zwischenzeitlich ja sogar den Weltrekord gehalten für den größten Wels. Und der, ich glaube, der war bei 2,78 Meter oder so, wurde jetzt geknackt, ist jetzt sogar bei über 2,80 Meter. Ich habe eben mit dem ehemaligen Weltrekordhalter im Welsangeln gesprochen? Ja, ganz genau. Oh weia, ich hoffe, ich war nicht zu respektlos. Nein, überhaupt nicht. Man muss sich auch von diesem Gedanken verabschieden, dass das Übermenschen sind oder so. Wir sind alle Angler und wir haben, das kennst du von Horst, auch alle leicht an der Waffel, sonst würden wir das hier nicht machen. Und haben alle Bock auf ein nettes Gespräch, egal ob mit Einsteiger oder Profi oder sonst was. Und das ist, glaube ich, für alle auch der Spaß daran. Okay. Wo geht's lang? Ich muss da hinten noch einmal zu den Jungs. Wir brauchen nämlich noch Verpflegungsbändchen. Okay, dann gehen wir mal. Die Ladies sind ganz woanders. Dann gehen wir einfach mal dahin und dann würde ich sagen, mache ich mal hier kurz Stopp und dann hören wir uns gleich wieder. Ne? So machen wir das. Janne, jetzt sind wir ein paar Minuten gelaufen. Jetzt sind wir hier am Ladies-Steg, ne? Wir Jungs. Ja, eigentlich eine Frechheit, oder? Aber wir sind angekommen. Mit wem sprechen wir denn heute hier? Jetzt sprechen wir erstmal mit Inken. Inken ist eine langjährige, sehr gute Freundin von mir. Wir gehen auch echt viel zusammen angeln. Und da haben wir noch Steffi, die machen die Ladies-Station. Moin Inken. Hallo. Sag mal, jetzt sind ja aber Typen hier auf dem Steg. Ich habe gedacht, hier ist Typen verboten heute. Ja, aber man muss ja mal die Füße flach halten, ne? Die dürfen ja auch ihre Frauen unterstützen oder ihre Kinder unterstützen. Sag mal,
ich muss ja sagen, ich mache mit Horst ja eine lange Zeit einen Podcast schon. Und ich habe so das Gefühl, die Geschichten, die er mir so immer erzählt, da kommt eigentlich immer rüber, dass Frauen relativ unterrepräsentiert sind beim Angeln. Wann ändert sich denn das? Und siehst du das überhaupt so? Also ich sehe das gar nicht so. Ich würde sagen, dass da schon ein großer Wandel stattgefunden hat in den letzten Jahren. Mhm. Dass doch immer mehr Frauen angeln. Also zumindest merke ich das, dass ich immer mehr frauenbegeisterte Anglerin. Angelbegeisterte Frauen? Richtig. Immer mehr angelbegeisterte Frauen sehe und tatsächlich auch im Freundeskreis mittlerweile ein paar habe. Dazu muss ich sagen, das war vor 10 Jahren noch nicht der Fall. Hier unser Ladies-Only-Steg, auf dem wir jetzt gerade stehen, ist auch bisher sehr gut besucht. Und wir haben viele nette Gespräche schon führen können mit angelbegeisterten Frauen. Und ich glaube, oder ich würde sagen, dass es auch in den nächsten Jahren noch deutlich zunimmt. Wir haben auch viele kleine Mädels schon hier gehabt und wir wissen ja alle, der Anglernachwuchs ist das Wichtigste für uns. Und da ist es, glaube ich, sogar sehr ausgeglichen, was Jungs und Mädels angeht. Warum, da steht schon ein Mädel vor uns mit der Angel, warum ist denn das so, dass es noch Aufholbedarf braucht dann nicht? Also wo waren die Frauen früher, wo sind sie jetzt und wie kriegt man sie zum Angeln? Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber früher, glaube ich, war es halt einfach ein Männerhobby und es war vielleicht auch ein bisschen verpönt. Die Frauen gehörten halt an Herd und ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr so. Warum dürfen wir nicht auch Angeln als Hobby haben? Ich meine, die Männer können ja genauso gut reiten gehen oder mit Puppen spielen. Ja, absolut. Wann hast du angefangen? Ich habe angefangen vor ungefähr 14, 15 Jahren, habe mich dann aber immer ein bisschen zurückgehalten und habe dann vor 12 Jahren durch Janne tatsächlich, muss ich sagen, und auch durch Jörg, denn mich doch mal durchgerungen, meinen Angelschein zu machen. Und seitdem bin ich tatsächlich auch viel am Angeln. Viel bedeutet jedes Wochenende, alle 2 Wochen oder jeden Tag? Also ich war bestimmt 2 bis 4 Mal die Woche los. Im Moment ist es ein bisschen weniger. Das ist aber aus privaten Gründen so, weil wir eine kleine Tochter haben und die Zeit einfach nicht mehr da ist. Da kann sich doch der Mann drum kümmern. Das tut er auch, aber natürlich nicht jeden Tag. Macht auch nichts. Jeder hat ja so einen Lieblingsfisch, so eine Lieblingsangeltechnik. Wie sieht es denn bei dir aus? Also ich habe 2. Und zwar angel ich einerseits sehr gerne auf Lachs und Meerforelle. Und andererseits angel ich sehr gerne in Norwegen, mache sehr gerne das Tiefseeangeln in Norwegen. Da braucht man ja auch Zeit, da braucht man Verständnis vom Partner, weil da ist, oder fahrt ihr mal zusammen? Wir fahren zusammen. Okay, sehr gut. Aber eigentlich möchtest du doch mal alleine hier mit deiner Freundin, oder? Ich würde auch alleine fahren, aber das ist schon okay, dass wir zu zweit fahren. Vielleicht gehen wir mal hin. Moin, ich bin Jochen von Horst und der Fisch. Und ich muss ja sagen, so viele Frauen beim Angeln trifft man nicht. Es wird mehr. Und frag dich auch mal, woran liegt das? Ich würde sagen, das Interesse auch der Frauen liegt gerne daran, die Ruhe am Wasser zu finden. Und ja, es macht einfach Spaß, am Wasser zu sein, die Ruhe zu genießen, ab und zu nochmal was zu fangen nebenbei. Ist doch vom Adrenalinkick so ein bisschen interessant. Unterscheidet sich eigentlich die Angelweise von Männern und Frauen? Könnt ihr sagen, ihr habt Skills, die Männer eigentlich nicht haben. Vielleicht muss der Fisch nicht immer so riesig sein oder keine Ahnung. Die posen ja immer ganz gerne und machen Fotos, oder macht ihr das auch? Gibt es Unterschiede? Ich glaube nicht unbedingt. Ich denke, jeder ist glücklich, auch mal einen ganz großen zu fangen und einfach mal auch einen riesengroßen in der Hand zu haben und ja, zu wissen, was andere fangen. Also ich würde schon gerne mal. Ja. Wann hast du angefangen und was macht die Leidenschaft für dich fürs Angeln aus? Ich bin als Kind auch schon angefangen, habe meinen Angelschein mit 11 Jahren gemacht und habe das zwischenzeitlich mal irgendwie aufgegeben, warum auch immer. Und dann kam die Lust wieder und ja, man ist jetzt mit den Kindern immer wieder los. Lieblingsfisch, Lieblingstechnik? Die Forelle. Wir sind in Dänemark ganz viel unterwegs, Forellenangeln und auch die Brandung. Persönliche Highlights-Geschichte, ein Fisch, der dir vom Haken ging, ein Fisch, der besonders schön war, besonders lecker geschmeckt hat, besonders groß war, was auch immer.
Ja, also lecker geschmeckt, wäre ja schön, wenn am Haken geblieben wäre. Wir waren im letzten Urlaub in Dänemark und ich muss lügen, ich lasse 6 Kilo, 7 Kilo zweimal abgegangen. Zweimal alles abgerissen und ja, das war schade. Hm. Wie war es bei dir? Hast du eine persönliche Highlight-Geschichte von einem Fisch, die du gerne erzählst? Ja, es war vor 2 Jahren in Norwegen. Wir sind angekommen, hatten unsere Sachen ausgepackt und haben gesagt, Mensch, lass uns die Abendstunden nochmal irgendwie auf dem Boot genießen, nochmal für 1,5 Stunden den Urlaub einläuten mit ein bisschen Angeln. Und ja, dann war es auch schon irgendwie fortgeschrittener Stunde und wir haben gesagt, komm, wir machen noch so 10 Minuten und dann kam der Biss meines Lebens und wir haben 1,5 Stunden gekämpft. Ich habe es alleine nicht geschafft. Es musste mein Partner helfen, weil letztendlich da ein 1,65 Meter großer Heilbutt ans Boot kam. Und oh. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Wir waren zu zweit, 1,5 Stunden und wir waren fix und fertig. Ich bedanke mich für das Gespräch. Letzte Frage, was braucht es denn noch, damit hier noch mehr Frauen die Angelrute in die Hand nehmen? Was würdet ihr vorschlagen, wie kriegen wir noch mehr Frauen zum Angeln? Vielleicht mehr Frauengruppen, Tag des Angelns oder für Frauen, also wirklich mal, wo wirklich nur Frauen da sind. Wir wurden jetzt mehrfach angesprochen heute auch und wir würden das auch gut finden. Also ich wäre auf jeden Fall dabei, du bestimmt auch, ne? Ja, so eine Ladies-Community wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, da wird man noch eine ganze Menge mehr Frauen dazu kriegen. Vielleicht passiert da ja mal irgendwas. So, liebe Hörerinnen, ihr habt es gehört. Wir brauchen hier im Norden eine Frauengruppe. Also, Mails, Fragen @horstunderfisch.de. Da könnt ihr eure Fragen und natürlich auch die Vorschläge für die Frauengruppe im Norden hinschicken. Vielen Dank für das Gespräch und Petri Heil noch. Danke. Petri, dank. So, Janne, vielen Dank. Tschüss. Janne, wo gehen wir jetzt hin? Weiß ich noch nicht. Auf was hast du Bock? Ich würde sagen, wir verabschieden uns bei Horst. Auf jeden Fall. Ne? Ja, ich meine, Horst und der Fisch ohne Horst, das geht ja auch nicht. Genau, da würde ich sagen, gehen wir zurück zu Horst, sagen dem Tschüss und ich mache mal kurz Pause und dann sind wir gleich bei Horst wieder am Stand. Da war es eben wieder brechend voll, ne? Ja, Wahnsinn, wer alles kommt, um den zu sehen. Aber der ist halt auch eine Koryphäe. Ja. Also bis gleich. Horst schreibt immer noch Autogramme, erklärt immer noch Gummifische, erklärt immer noch über Norwegen. Wir sind jetzt 1 Meter von ihm entfernt. Immer noch viele Leute hier, ne, Janne? Ja, Wahnsinn, was hier bei Horst los ist. Super. Sag mal, Horst. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Er ist ja noch im Gespräch. Sag mal, hier, dieser dicke Gummifisch da, der silberne. Sag mal, was fange ich damit? Ich denke mal, das wird ein Heilbuttköder sein. Kann man sicherlich auch Dorsche und Seelachse mitfangen, aber das ist ein Heilbuttköder. Und die Routen hat er eben schon erklärt. In Norwegen, warst du selber auch schon mal in Norwegen angeln? Nein, war ich noch nie. Also in der Theorie habe ich Ahnung, aber auch nur in der Theorie. Okay, aber man braucht einen Motor wahrscheinlich, oder? Gar nicht zwangsläufig. Also für die Heilbuttangelei, finde ich sogar, braucht man den überhaupt nicht. Denn die angelt man gar nicht im so tiefen Wasser. Eher auf Sandbänken, eher ein bisschen flacher. Flacher heißt in dem Fall dann 15 Meter, vielleicht auch 30 Meter. Diese Rollen mit Motor sind dann für die Angelei auch mal in 100, 150 Meter Wassertiefe. Denn wenn man das dann von Hand hochdrehen soll, so ein 1200 Gramm Blei, dann macht der Angeltag nicht lange Freude. Sag mal, dein Papa hat auch einen YouTube-Kanal, glaube ich, ne? Ja, 2 sogar. 2? Sag mal, komm, wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung für deinen Papa. Ja, unbedingt. Das mache ich am liebsten. Also einmal der Kanal von Zepco Europe. Die Angelschulserie Unser Ziel ist Fisch. Da kann man wirklich von der Pike auf das Angeln lernen. Das was für mich, ne? Ja, das ist für dich bestimmt super interessant. Also auch ohne Witz. Da geht es wirklich mit der ersten Folge los. Wie angel ich mit der Stippe? Und jede Angelart wird da gezeigt. Echt, für dich bestimmt total interessant. Unser Ziel ist Fisch. Ja, Unser Ziel ist Fisch. Und dann haben wir noch einen zweiten Kanal, der heißt Fang mal was. Okay, und wie unterscheiden die sich? Profis und Amateure? Nee, Fang mal was ist so ein bisschen lockerer in der Themengestaltung. Das ist also, da vermitteln wir auch Wissen, aber das ist eher einfach angeln gehen und zeigen, wie wir angeln gehen. Und Unser Ziel ist Fisch ist immer themenbezogen, wirklich eine Angelschule. Okay, also habt ihr gehört, liebe Leute, einmal der Podcast von Jörg Ovens, Unser Ziel ist Fisch. Und zum anderen, Fang mal was. Genau, du hast ja auch eine Jacke, da steht es groß. Genau. Und die beiden Kanäle sind auch ziemlich erfolgreich, glaube ich, ne?
Ja, kann man so sagen. Also ich glaube, bei Zepgu, da sind wir irgendwo bei über 40.000 Abonnenten. Und bei Fangmal, was sind wir jetzt auch bei 12.000 oder so? Den haben wir noch gar nicht so lange. Der ist erst anderthalb Jahre alt, glaube ich. Und dafür ist das sehr erfolgreich. Das Feedback der Leute ist ganz toll. Wir haben eine super positive Community. Und deshalb macht das auch Riesenspaß. Eigentlich müsste Horst Hennings ja auch noch einen YouTube-Kanal aufs Auge bekommen, ne? Unbedingt, unbedingt. Also ich wette, der geht sofort durch die Decke. Wir halten mal das Mikrofon so ein bisschen da rein. Ich möchte mal wissen, was er so erzählt. Ganz schön und heimlich. Ganz schön und heimlich. Wir lauschen einfach nur mal, Horst. Ja, ich wollte dem Herrn jetzt gerade mal demonstrieren, wenn ein Fisch abzieht, das ist doch Musik für jeden Angler. Ich sage, das ist Beethoven Dreck gegen. Nee, also wenn der, als Angler, wenn ich da stehe und meine Knarre läuft, das ist also absolut der Hammer. Nicht? Und darum, und im Meer kann eben nichts passieren. Lass den Fisch doch eine Flucht machen. Wenn ich jetzt einen großen Fisch dran habe, fahren wir mit dem Boot hinterher. Nicht? Fakt ist, wenn ich jetzt einen Riesenfisch habe, was sagen ein Heilboot, und der schafft das, auf 200 Meter Wassertiefe zu gehen und legt sich unten platt, dann kann ich oben so viel zerren, wie ich will. Ne, den würde ich, glaube ich, nicht mehr gelöst kriegen. Aber komischerweise, ich war ja dabei, wie wir schon 2,40 Meter Heilboot gefangen haben, immer mit Kamera dabei. Oder 1 Meter damals in Island hat mein Freund André Rossert einen 2,14 Meter Heilboot gefangen. Haben wir nie gedacht, dass wir den von Grund hoch kriegen. Irgendwann... Der Fisch weiß gar nicht, was los ist. Der weiß gar nicht, welche Kräfte der hat. Der kommt irgendwann hoch an die Oberfläche und liegt dann da. Und wir selber sind baff. Keiner von uns hatte jemals so einen riesen Fisch gesehen. Wusste auch nicht, wie schwer der war. Und dann macht der Fisch eben nochmal eine Flucht. Aber wir wussten eben, dass wir jetzt mit dem Fisch kämpfen und nicht mit einem riesen Stein oder mit einem Unterseekabel, wie einige vermuten. Und dann kommt der Fisch eben hoch. Und man hat heute eben die Möglichkeit, diese Riesenfische dann auch wieder zurückzusetzen. Denn der Vorteil ist, die schaffen den Druckausgleich. Man muss sie nur vom Haken befreien und dann können sie schwimmen. So einen Riesenfisch kann man nicht mehr sinnvoll verwerten. Ne? Aber als Angler ist das natürlich ein Highlight. Ne? Horst, wir haben ganz viel gesehen. Jan hat mich hier mitgenommen. Wir waren bei den Ladies. Ich habe den Welsangler getroffen. Hinter mir wurde mir erzählt, der hat ja sogar einen Weltrekord gehabt. Ja, hat er. Das ist immer so, das muss man unterscheiden. Also das ist jetzt kein Neid oder sonst was alles. Er ist ja professioneller Guide. Ja. Ne? Also du kannst bei ihm eine Reise buchen und fängst den Fisch. Komischerweise wird er immer gesagt, er hat den Weltrekord gefangen. Gefangen hat ihn aber sein Gast. Nee, ah, gewesen, weißt du, nicht. Warte, wir gehen noch mal hin, Janne. Das schmieren wir ihm noch mal aufs Brot. Du, ist halt ihm gegönnt. Also der ist wirklich einer der besten, erfahrensten Welsangler Europas. Also das will ich ihm jetzt nicht absprechen. Nee. Aber es ist immer so, generell ist das so, Jochen, wenn du so einen Fisch fängst, auch mit dem Guide, der Angler hält immer den Kopf, nee, der den Fisch gefangen hat, nie der Guide. Nee, also ich war nicht dabei, also werde ihn schon gefangen haben. Soll auch keine Neid sein oder keine Missgunst. Aber es ist eben so, guck mal, viele Leute brauchen das ja auch. Guck mal, es ist für die Presse uninteressant, wenn du jetzt schreibst, hier, Peter Mayer hat einen Weltrekord gefangen. Da muss man dann schon immer hier auch jemand Namhaftes haben. Also das ist so ähnlich mit den Brandungsweltmeistern. Wenn du nicht den richtigen Namen hast, was du dann wird nur von der Weltmeisterschaft gesprochen, hast du den richtigen Namen. Das ist leider heute so in unserer Presse. Ja, was würde passieren, wenn ich sage, ich habe Mangel-Podcast, ne? Horst, vielen Dank. Wir haben gar nicht viel gesprochen heute, aber ich habe so viel gesehen, es war total toll. Eine Sache musst du mir noch, bevor wir diese Folge heute abschließen, erklären. Ich war beim Ladies-Stand, ja. Hand aufs Herz. Ich habe gehört, dass du einmal gesagt haben sollst zu deinen Kumpels, so, wir gehen angeln und Mädels, ihr guckt mal, dass er die Frikadellen macht. Stimmt das? Ja, so in der Art. Nein. Also guck mal, ich stamme ja aus der Fischerfamilie. Und früher hat das ja immer geheißen. Also Jochen, es war für mich, als ich als junger Mann auf dem Krabbenkutter nur so mitgefahren bin, hätte nie im Leben eine Frau einen Fuß an Bord gesetzt. Nicht? Das bringt Unglück. Das ist eben noch so verbürgert und weißt du, das war natürlich so, als auf einmal die Frauen jetzt immer selbstbewusster wurden und wollten auch noch die Angeldomäne für sich in Anspruch nehmen. Nicht? Da haben schon einige ein bisschen bescheiden geguckt, weißt du, und ich war auch einer der Verfechter, der meint, die Frau gehört eher hinterm Herd. Habe ich natürlich heute meine Meinung geändert. Hast du geändert, ne? Ja, aber notgedrungen. Horst, ich wünsche dir noch viel Spaß hier. Wir lassen dich jetzt mal alleine. Hier sind noch ganz viele Leute, die was von dir wissen wollen. Ne? Alles klar, Jochen, wir danken wieder. Bis zum nächsten Mal. Janne, vielen Dank, dass du mich mitgenommen hast hier. Und ist das eigentlich einmal im Jahr? Also macht ihr das jährlich hier in Friedrichstadt? Nein, das letzte Mal hat das 2016 stattgefunden. Das ist also schon 7 Jahre her, nach wenn ich richtig rechne. Ich glaube, ich habe richtig gerechnet. Ob wir es jetzt jährlich oder alle 2 Jahre oder alle 3 Jahre machen, das steht noch nicht fest. Aber ich denke mal, das wird nicht das letzte Mal bleiben.
Und vielen Dank, dass ich jetzt dabei sein durfte. Hat mir total Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und vielleicht habe ich ja nächstes Jahr einen Stand hier. Oder nächstes Mal. Klar, komm vorbei, wenn du den nächsten Weltrekord hältst. So, dann, liebe Freunde von Horst und der Fisch, das waren zwei wunderschöne Folgen. Ich danke euch, Horst und Janne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jochen, alles klar, bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich dann bitte einer in deiner Vorbereitung für die Sportfächerprüfung. Das schneiden wir raus. Tschüss.